Fangen wir an, inshallah. Heute haben wir ein Thema, was in zwei Teile aufgeteilt ist. Heute sprechen wir, wie man seine Ehefrau behandeln sollte. Und im zweiten Teil sprechen wir darüber, wie man seinen Ehemann behandeln sollte. Also der Umgang mit der Ehefrau und der Umgang mit dem Ehemann. Damit niemand sagt, warum wird immer nur über die Ehefrau gesprochen, nicht über den Ehemann? Oder warum nur über den Ehemann und nicht über die Ehefrau? Warum wird nur darüber gesprochen, wie man den zu behandeln hat und nicht, wie man die zu behandeln hat? Und so weiter. Schon mal darauf einstellen, dass wenn der Ehemann sagt, hör genau zu, was er jetzt sagt, dass später auch die Frau sagen wird, hör auch du genau zu, was er sagt. Barakallahu fikum. Im Islam gibt es Rechte, die wir haben, und es gibt Rechte, die wir auch anderen zu erfüllen haben. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Lillah. Nehmen wir alle an diesem Unterricht teil mit einer aufrichtigen Absicht für Allah, den Erhabenen. Allah, der Erhabene, sagt, wa min ayatihi. Das bedeutet, zu den Zeichen Gottes gehört, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Das bedeutet, zu den Zeichen, die auf die Existenz Gottes hindeuten und die auf die Allmacht von Allah hindeuten, gehört, dass er, also Allah, Gott, euch aus euch selbst Ehefrauen erschuf. Aus euch selbst Ehefrauen erschuf, auf dass ihr bei ihnen Ruhe finden möget. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Und Allah hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. In diesen Dingen, die wir erwähnt haben, stecken wahrlich Zeichen für ein Volk, das nachdenkt, das den Verstand richtig benutzt. Und unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Naddara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Diese Aussage des Prophet Muhammad alaihi salatu wasallam besagt, dass der Prophet Muhammad ein Bittgebet gesprochen hat. In diesem Bittgebet oder in diesem Hadith bat er Allah für denjenigen, der seine Aussagen hört und aufnimmt, verinnerlicht und sie nicht verändert und nicht verfälscht und anderen weiterlehrt und weiterleitet. Für diesen hat der Prophet ein Bittgebet gesprochen. Und er hat Allah darum gebeten, dass dieser einen guten Zustand im Jenseits hat und dass das Gesicht dieser Person im Jenseits strahlen möge. Also, dass es schön sein möge. Und fern von Betrübnissen am Tag des jüngsten Gerichts. Aussagen des Propheten hören, verinnerlichen, nicht verändern und nicht verfälschen und so auch weiterleiten. Wir bitten Allah, uns zu denen gehören zu lassen, die am Tag des jüngsten Gerichts strahlende, weiße Gesichter haben. An jenem Tag, an dem Menschen schwarze Gesichter haben werden. Möge Allah uns nicht zu ihnen gehören lassen. Möge Allah uns zu denen gehören lassen, die strahlende weiße Gesichter haben im Jenseits. Allahumma amin. Allah hat uns erschaffen und er hat alles erschaffen. Und ihm gehört das Diesseits, die Welt, das Jenseits und alles andere. Allahu ta'ala sagt in der Suratul Fatiha, in der Aya Nummer 4, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Was sagt Allah vorher? Maliki yawmiddin. Es bedeutet, Allah ist der Herrscher am Tag des jüngsten Gerichts. Und nur ihn beten wir an. Und nur ihn bitten wir darum, uns Hilfe zu erschaffen. Denn er ist der Schöpfer von allem. Und er ist der Schöpfer, nicht nur der Welt, sondern auch im Jenseits. Alles, was im Jenseits passiert und sein wird, wurde von Allah Ta'ala bestimmt. Und Allah
hat bestimmt, dass im Jenseits gewaltige Geschehnisse auftreten werden. Und ich möchte heute einen Hadith erwähnen, jetzt gleich. Ich möchte, dass ihr alle diesen Hadith mit Aufmerksamkeit zuhört. Also, dass ihr diesen Hadith nicht so nebenbei hört, sondern ihn mit Aufmerksamkeit hört. Und wir bitten Allah Ta'ala, dass wir zu denen gehören, die diesen Hadith umsetzen und mit einer aufrichtigen Absicht umsetzen. Der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam sagte, Khayrukum, Khayrukum linnisa. Das bedeutet, der Beste unter euch ist derjenige, der die Frauen am besten behandelt. Wer die Frauen am besten behandelt, gehört zu den besten Muslimen. Die besten Muslime sind also die Personen, die zu den Frauen sanft und gütig sind. Und wer im Umgang mit Frauen barmherzig ist, bescheiden bleibt und ihnen mit heiterem Gesicht begegnet, auch wenn sie mal falsch gehandelt haben, dieser gehört zu den besten Muslimen. Wer diese Eigenschaft besitzt, zählt zu den besten Männern und zählt zu den besten Muslimen. Denn derjenige, der einen starken Charakter hat, einen guten Umgang mit seiner Ehefrau hat, wer zu Hause so ist, der ist auch draußen mit den Menschen so. Der geht auch mit den Menschen draußen so um. Wer starke Charaktereigenschaften besitzt, bekommt einen Stellenwert wie derjenige, der tagsüber fastet und in der Nacht betet. Ununterbrochen macht er im ganzen Jahr was? Fastet er tagsüber, außer an den 5 verbotenen Tagen. Und in der Nacht, während die Menschen schlafen, betet er. Wie hoch ist der Stellenwert und der Rang dieses Muslims? Der Muslim mit dem guten Charakter hat den gleichen Stellenwert und Rang. Hat den gleichen Rang wie dieser. Dieser hat diesen Rang durch viele Ibadah erreicht und dieser hat diesen Rang durch seinen starken Charakter erreicht. Subhanallah, wir können noch viel erreichen, glaub mir. Wir haben noch viel zu tun. Inshallah, erreichen wir mal diesen Stellenwert und diesen Rang, dass wir mit demjenigen gleich sind, auf einem Rang sind, der die Tage im Jahr fastet, außer an den Tagen, an denen das Fasten verboten ist, und in der Nacht, während die Menschen schlafen, betet. Bescheiden und einen guten Umgang mit der Ehefrau zu haben, ist das, was die Religion von mir und von dir verlangt, von uns allen. Leider behandeln viele Männer ihre Ehefrauen entgegen diesen Hadith und sind gegenüber ihren Ehefrauen hochmütig und überheblich. Diesen Umgang sollte man unterlassen. Diesen harten, groben, hartherzigen, ungerechten Umgang sollte man unterlassen. Du sollst in jeder Situation aufrichtig mit deiner Frau umgehen. Bescheiden bleiben. Mach das für Allah. Mach das, weil Allah diese Tat liebt. Sollte jemand schlecht zu dir gewesen sein, wie zum Beispiel deine Frau, dann reagiere nicht voreilig. Sei nicht überstürzt, sondern sei besonnen. Allah, der Erhabene, hat die Himmel und Erden in 6 Tagen erschaffen. Allah hat die Macht, diese in einem Augenblick zu erschaffen. Aber er hat sie in 6 Tagen erschaffen, um uns zu lehren, besonnen in unseren Angelegenheiten zu sein und nichts zu überstürzen. Auch wir sollten nicht voreilig sein, wenn jemand einen Fehler begeht, wenn jemand falsch mit uns umgeht. Wir sollten nicht unüberlegt Rachegefühle umsetzen und die schlechten Neigungen befriedigen. Diese Angelegenheit, wohin führt sie? Sie führt zu ungelobten Resultaten. Handle immer in all deinen Situationen mit Weisheit, mit Barmherzigkeit und mit Charakter. Der Prophet Muhammad, alayhi salatu wassalam, er sagte,
Khayrukum, khayrukum li ahlihi. Das bedeutet, der Beste unter euch ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt. Wa ana khayrukum li ahli. Und ich habe den besten Umgang zu meinen Frauen. Das bedeutet, ich behandle meine Frauen besser, als ihr es tut. Und der Prophet Muhammad a.s. ist das beste Geschöpf, das reinste Geschöpf. Und er hat seine Ehefrau gut behandelt. Wer unter euch am besten zu den Frauen ist, zählt also zu den besten Männern. Der Prophet a.s. ist selber jeden Morgen zu jeder einzelnen Ehefrau gegangen, um sie zu begrüßen. Wenn er nicht bei ihr übernachtet hat, dann ging er zu ihrem Gemach und grüßte sie und sagte: Assalamu alaikum, ahlal bayti wa rahmatullah. Und er wartete nicht darauf, bis sie zu ihm kam. Er ging zu ihr. Er ging zu seiner Ehefrau und grüßte sie. Er stand vor jedem einzelnen Eingang, dort, wo seine Ehefrauen übernachtet haben, und begrüßte sie, obwohl er das beste Geschöpf Gottes ist. An dieser Stelle, liebe Brüder und Schwestern, ist es angebracht, zu erwähnen und darauf hinzuweisen, dass der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehrere Frauen geheiratet hat, aber nicht aus weltlichen Gründen und nicht aufgrund seines starken Begehrens nach Frauen. Nicht deswegen. Sowas hatte der Prophet nicht. Sein Herz hing am Gebet, an der Ibadah zu Allah. Er hatte nicht ein starkes Begehren nach Frauen und er hat nicht wegen weltlichen Angelegenheiten mehrere Frauen geheiratet. Dahinter steckt eine Weisheit. Er war der bescheidenste Mensch, der enthaltsamste Mensch. Wer mitten in der Nacht die schönste seiner Ehefrauen verlässt, um zur Grabstätte Al-Baqiyah zu gehen und dort Bittgebete für die verstorbenen Muslime macht, ist nicht jemand, der auf Frauen begierig ist. Der ist kein Lüstling, sondern jemand, der an der Ibadah, an den religiösen Handlungen hängt. Was hat er gemacht? In der Nacht ging er zu der Grabstätte Al-Baqiyah und hat dort Bittgebete für die Muslime gesprochen. Und wen hat er zu Hause zurückgelassen? Seine schönste Ehefrau. Das deutet darauf hin, dass der Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam nicht zu den Männern gehörte, die ein starkes Begehren nach Frauen hatten und haben. Der Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam melkte seine Ziege selbst. Wer von uns wird das heutzutage machen? Er verlangte nicht von seinen Frauen das zu tun, sondern er hat das selber mit seiner geehrten Hand gemacht. Und er verrichtete die Hausarbeiten. Und das ist ein Zeichen von Größe und Bescheidenheit. Wer von uns macht das zu Hause? Wenn die Frau mal einen Tag nicht kocht, dann ist am System zu Hause etwas, was nicht in Ordnung. Wenn die Frau mal einen Tag zu Hause nicht putzt oder fegt oder staubsaugt oder wäscht oder andere Hausarbeiten macht, dann läuft es zu Hause nicht richtig. Dann fehlt da was. Das müssen wir alles beachten. Das macht die Frau. Und diese Angelegenheit ist nicht selbstverständlich. Der Prophet alaihi salatu wassalam, er hat uns gelehrt, dass wir bei den Hausarbeiten zu Hause mithelfen sollen. Unsere Religion lehrt uns, dass es besser ist, wenn der Mann Hausarbeiten für sich, seine Ehefrau und für seine Angehörigen selbst verrichtet. Dass er dabei hilft, dass er mit anpackt. Das lehrt uns der Islam, das ist besser. Anstatt zu erwarten, dass die Ehefrau das erledigt, sollte er mit anpacken. Sollte er mithelfen. Das sind die Lehren des Islam. Eignet euch das Religionswissen an, denn dadurch werdet ihr lernen und erfahren, welche Rechte euren Ehefrauen euch gegenüber zustehen.
wie ihr eure Ehefrauen zu behandeln habt. Und der Prophet Muhammad, alayhi salatu wassalam, er sagte, Aula an-nasi bil mar'ati zawjuha. Das bedeutet, die Person, die am meisten Rechte bei seiner Frau hat, ist ihr Ehemann. Ahaqqu an-nasi bil mar'ati zawjuha. Die Person, die am meisten Rechte bei einem Mann hat, der Prophet alayhi salatu wassalam lehrte, dass die Frau große Rechte für ihren Mann zu erfüllen hat. Wenn das große Rechte sind, wie sollte der Ehemann damit umgehen, wenn sie diese Rechte erfüllt? Er sollte damit auf eine vertrauensvolle Art und Weise antworten, indem er ihr auch ihre Rechte gibt. Du als Ehefrau denk daran, du hast große Rechte für deinen Ehemann zu verrichten und zu erbringen. Und Allah hat dir nichts auferlegt, was du nicht machen kannst. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Das, was Allah dir auferlegt hat, das kannst du. Das ist in deiner Macht. Das sind nicht Dinge, die du nicht machen kannst. Subhanallah. Allahu ta'ala möge uns einen guten Umgang mit unseren Ehefrauen bescheren. Wer in diesem Leben einen ungerechten Umgang mit seiner Frau meidet und zu ihr gerecht ist, der ist in einem guten Zustand. Und wenn sie das tut, was er von ihr verlangt, solange es nichts Verbotenes ist und solange es zu den Rechten des Ehemannes gehört, diese zwei werden am Tag des jüngsten Gerichts nicht voreinander flüchten. Weder er flüchtet vor ihr, noch sie vor ihm. Sie werden im Jenseits sich danach sehnen, sich zu sehen. Am Tag der Abrechnung, am Tag der Versammlung. Wenn aber beide in diesem Leben ungerecht zueinander waren, er ungerecht zu ihr und sie als Antwort auch ungerecht, anstatt geduldig zu bleiben, antwortet sie mit Ungerechtigkeit. Oder sie ist ungerecht zu ihm und er, anstatt geduldig zu bleiben, antwortet er mit Ungerechtigkeit. Diese werden am Tag des jüngsten Gerichts voreinander flüchten, aus Angst, Rechenschaft abzulegen. Aber wohin die Flucht im Jenseits? Wohin die Flucht? Allahu ta'ala möge uns ein gutes Ende bescheren. Wer ungerecht gegenüber dem anderen ist, der soll sich darauf einstellen. Wenn du ungerecht zu deiner Ehefrau bist oder du ungerecht zu deinem Ehemann bist und ihr sterbt auf diesem Zustand, dann stellt euch darauf ein, dass ihr voneinander flüchten werdet, aus Angst Rechenschaft abzulegen. Aber wohin die Flucht? Es gibt keine Flucht im Jenseits. Hier auf der Welt gibt es eine Flucht. Es mag sein, dass man flüchtet vor dem Ausführen der Rechte anderer, aber im Jenseits gibt es keine Flucht. Wer in diesem Leben gerecht und gut mit dem anderen umgeht und dem anderen keine Ungerechtigkeiten zufügt, der wird den anderen vermissen und der wird das Verlangen danach haben, den anderen gerne wiederzusehen. Das war der erste Teil. Jetzt erwähnen wir den zweiten Teil. Liebe Brüder und Schwestern, im Islam gibt es Rechte, die man hat, und es gibt Rechte, die man zu erfüllen hat. Da kann man nicht sagen, nur die Frau hat Rechte zu erfüllen. Nein, sie hat auch Rechte. Da kann man nicht sagen, nur der Mann hat Rechte zu erfüllen. Nein, auch er hat Rechte. Und der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam erlehrt uns, dass die Frau aus vier Gründen geheiratet wird. تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا. Wegen ihrem Besitz, wegen ihrer Schönheit, wegen ihrer Abstammung und wegen ihrer Rechtschaffenheit. Besitz, Schönheit, Abstammung und Rechtschaffenheit. فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. So lehrte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, achte auf die Rechtschaffenheit, achte auf die rechtschaffene Frau und du wirst glücklich sein. So hat uns der Prophet in dieser Aussage gesagt, dass wenn einer von uns heiraten möchte, dass er nach einer rechtschaffenen Frau suchen soll.
Eine rechtschaffene Frau, die die Pflichten verrichtet, die Sünden unterlässt, Allah fürchtet, ihren Ehemann gut behandelt und ihn in dem, was keine Sünde ist, gehorcht. So eine Frau sollte ein Mann heiraten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ زَوْجُهَا. Das bedeutet, der Ehemann hat das höchste Recht gegenüber seiner Ehefrau. Und er sagte auch, أَحَقُّ النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ زَوْجُهَا. Das bedeutet, das größte Recht gegenüber der Frau hat der Ehemann. Und eine rechtschaffene Frau gehört zu den besten Gaben, die man auf dieser Welt bekommt. Der Prophet ﷺ sagte, الدُّنْيَا مَتَاعٌ, das irdische Leben ist ein Genuss. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. Das Beste an diesem Genuss ist eine rechtschaffene Ehefrau. Eine Ehefrau ist eine große Gabe von Allah. Also der Prophet ﷺ erlehrte, dass das Recht des Ehemannes gegenüber seiner Ehefrau sehr hoch ist. Und deshalb ist es der Ehefrau verboten, das Recht ihres Ehemannes zu verletzen. Zum glücklichen Leben auf dieser Welt gehört es also, mit einer rechtschaffenen Frau verheiratet zu sein. Und zum guten Zustand einer Ehefrau gehört, dass sie ihrem Ehemann seine Rechte nicht vorenthält. Es gab 10 Ratschläge, die eine Mutter ihrer Tochter an ihrem Hochzeitstag, bevor sie die Wohnung verließ, gegeben hat. Subhanallah, heutzutage, Allahu a'lam, ob diese Ratschläge so auf diese Art und Weise gerade hier erteilt werden. Subhanallah. Diese Mutter sagte zu ihrer Tochter, sei zu ihm wie eine Dienerin und er wird zu dir wie ein Diener sein. Nicht wie manche Mütter heutzutage, halt mich auf dem Laufenden. Egal was passiert, ruf mich immer an. Bei jeder Kleinigkeit. Lass dir nichts gefallen. Wenn er dir ein Wort sagt, sage ihm 10 zurück. Was sind das denn für Aussagen? Wohin führt sowas? Zum Ruin, zum Ehebruch, zum Abbruch der Ehe, zur Scheidung, zu viel Stress und Kopfschmerzen. Sie sagte ihrer Tochter, merke dir diese 10 Ratschläge, nach denen ich selber gehandelt habe und dadurch ein glückliches Eheleben mit deinem Vater hatte. Das bedeutet, die Mutter hat ihr Ratschläge erteilt, die sie selber ausgeführt hat und dadurch ein glückliches Eheleben hatte. Sie sagte ihr, gehorche ihm und lebe in Zufriedenheit mit ihm. Sage in jedem Zustand Alhamdulillah, in jeder Situation sage Alhamdulillah. Sei zufrieden. Es gibt schlimmere Situationen als deine Situation. Du als Ehefrau, wenn ihr mal knapp bei Kasse seid oder knappen Lebensunterhalt habt, dann schau immer auf die Personen, die weniger haben als ihr. Es gibt auf der Welt immer Personen, die weniger haben als ihr, denen es schlechter geht als ihr. Schau auf diese Personen. Schau nicht auf die Frau, die ein Wohnzimmer hat, alles gefüllt mit Gold, goldener Farbe, goldene Laterne, goldene Möbel, Vitrine, Sideboard, Couch und so weiter. Schau nicht auf diese Personen. Sei in deinem Leben zufrieden. Such nicht nach weltlichem Reichtum. Such nach Reichtum in deinem Herzen. Das ist der wahre Reichtum. Sie sagte ihr auch, gebe Acht auf das, was er erblickt und was er riecht. Achte darauf, dass seine Augen auf Angenehmes fallen und dass er nur Angenehmes riecht. Das bedeutet, er sollte niemals etwas Unangenehmes sehen oder riechen an dir. Und er sollte nur einen schönen Duft an dir riechen. Diese Angelegenheiten sind auch wichtig. Das bedeutet, wenn,
wenn die Frau sich für ihren Ehemann schmückt oder schmückt, kann man auch sagen, dann sollte sie das auf eine Weise machen, oder daran denken, dass diese Tat von Allah geliebt wird, dass sie sich für ihren Ehemann zu Hause schick macht. Und dass dieses Vorrang hat vor dem Schickmachen für draußen, wenn sie rausgeht. Sie sagte auch, achte auf die Zeit seines Essens und Schlafens. Er achte darauf, wann er gerne isst und wann er gerne zu Bett geht. Nicht er muss sich dir fügen, sondern du solltest dich ihm fügen. Sie sagte auch, gehe vorsorglich mit seinem Besitz und seinen Angehörigen um. Gehöre nicht zu den Frauen, die vom Ehemann Geld nimmt für das Einkaufen und sie sagt ihrem Ehemann, ich brauche 100 Euro. In Wirklichkeit braucht sie nur 50. Was macht sie mit den anderen 50 Euro? Gibt sie ihrer Schwester oder legt sie beiseite, verheimlicht es dem Ehemann oder kauft damit ihrer Mutter Geschenke, obwohl der Ehemann damit nicht einverstanden ist. Diese Angelegenheit gehört sich nicht. Gehe auch vorsorglich mit seinen Angehörigen um, mit seiner Mutter. Hab Geduld, wenn seine Mutter mal einen schlechten Umgang mit dir zeigt. Habe Geduld. Habe Geduld. Wenn seine Schwester mal etwas sagt, was unangebracht ist. Sollen wir ihr jetzt den Krieg erklären? Nein. Geduld zeigen. Mit der Geduld hat noch niemand verloren. Und mit der Geduld erreicht man sein Ziel. Merkt ihr nicht, wie die Zustände sich ändern? Jeden Tag ein anderer Zustand. Die Herzen der Menschen verändern sich. Das Herz dieser Person, die schlecht mit dir umgeht, könnte sich auch plötzlich verändern, so wie du es magst. Deswegen hab Geduld. Sie sagte ihr auch, wehe dir, du zeigst ihm Freude, wenn er bekümmert und betrübt ist. Wenn er traurig ist, dann solltest du keine Freude zeigen. Sondern, wenn er traurig ist, dann stehe ihm bei. Und habe auch einen gleichen Zustand wie dein Ehemann. Und wenn er glücklich ist, dann sei auch du glücklich. Versuch, dass du auch hier deinem Ehemann beistehst. Subhanallah. Sie sagte ihr, du kannst von ihm nur das erzielen, was du möchtest, wenn du dich nach ihm richtest und seine Neigungen und Wünsche, natürlich im erlaubten Rahmen, befolgst. Wenn du etwas von deinem Mann willst, wenn du willst, dass dein Mann etwas für dich tut, was du möchtest, dann befolge diesen Weg. Richte dich nach deinem Ehemann und befolge seine Neigungen und seine Wünsche im erlaubten Rahmen natürlich. Wo findet man heutzutage so eine Mutter wie diese? Und welche Frau handelt nach diesen Ratschlägen? Nur sehr wenige. Es gibt Frauen natürlich, die handeln danach. Aber ist es die Mehrheit? Nein, es ist nicht die Mehrheit. Viele machen das Gegenteil von dem, was hier gesagt wurde. Allah möge die Zustände verbessern. Der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا. Das bedeutet, wenn die Frau die 5 Pflichtgebete verrichtet, وَصَامَتْ شَهْرَهَا, den Monat Ramadan fastet, وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا, sich vor dem Zina, vor dem verbotenen Geschlechtsverkehr bewahrt, وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, und ihrem Ehemann gehorsam ist, دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. Diese Muslime, die in diesem Zustand stirbt, darf das Paradies durch das Tor betreten, das sie sich wünscht und das sie für sich wählt. Sie darf sich aussuchen, durch das Tor von den 8 Toren des Paradieses das Paradies zu betreten. Was für eine Ehre für diese Frau. Die Ehefrau, die ihrem Ehemann gehorcht, erzielt damit einen hohen Rang bei Allah. Und die Frau soll nicht sagen, was soll ich ihm und seinen Kindern eine Dienerin sein.
Manch eine sagt, ich bin doch nicht seine Dienerin und ich bin nicht die Dienerin seiner Kinder. Das sind doch auch deine Kinder. Das sind auch deine Kinder. Nicht nur seine Kinder. Das sind eure gemeinsamen Kinder. Lass dich von deiner Neigung nicht dazu bringen, dass du Sachen nicht mehr richtig erkennst. Vor Wut und vor Zorn. Mach das für Allah. Sei für Allah geduldig. Und denk daran, dass es sein kann, dass durch deine Geduld und dass durch deinen guten Umgang mit deinem Ehemann und mit deinen Kindern, dass dadurch dir vergeben wird. Und dass durch diese Tat du vor der Hölle geschützt wirst. Das lohnt sich, glaub mir. Lieber hier kurz leiden, anstatt dort sehr lange zu leiden. Lieber auf der Welt kurz ertragen, anstatt im Jenseits einen schwierigen Zustand zu haben. Wenn er nach Hause kommt, dann empfange ihn mit Freude und sei zu ihm zugetan. Ja, gerne widme dich ihm mit Aufmerksamkeit zu. Und wenn er dir einen Wunsch nicht erfüllt, dann solltest du ihn das nicht spüren lassen, dass er unfähig ist und dass er nicht wie Fulan ist, der macht für seine Frau das und das und er holt seiner Frau das und das. Verwende keine harten Worte mit ihm und tadel ihn nicht, kritisiere ihn nicht. Zeige Geduld. Wenn es euch nicht gut geht, dann sei geduldig. Und wenn er Sorgen hat, dann versuche, dass er seine Sorgen vergisst. Eine rechtschaffene Ehefrau unterstützt ihren Ehemann in den weltlichen und in den religiösen Angelegenheiten. Die Heirat ist ein Schutz vor dem Teufel und man heiratet, um glücklich zu sein, nicht um unglücklich zu sein. Deswegen macht das Beste daraus. Wenn es mal nicht gut läuft, dann macht das Beste daraus. Und denk daran, du als Ehemann, wenn du eine rechtschaffene Frau hast, dann hast du eine der besten Gaben in dieser Welt bekommen. Der Prophet ﷺ lehrte, dass vier Dinge zum glücklichen Leben gehören. Arba'un minas sa'ada, so sagte er. Al-mar'atu saliha, eine rechtschaffene Frau. Wal-jaru salih, ein frommer Nachbar. Wal-baytu al-wasi', eine große Wohnung, einen großen Wohnort. Wal-markabu al-hani, und ein bequemes Transportmittel. Diese gehören zu den Gründen für ein glückliches Leben auf dieser Welt. So sollte die Ehefrau ihren Ehemann erfreuen und der Ehemann seine Ehefrau erfreuen. Und sie sollte nicht viel meckern und klagen. Und er sollte auch nicht viel meckern und klagen. Und sie sollte ihrem Ehemann auch nicht ihre Gunst immer wieder erwähnen und sagen, ich habe für dich das und das gemacht und das und das gemacht. Und er auch sollte das nicht immer wieder erwähnen. Hast du das nicht für Allah getan? Khalas. Dann bekommst du die Belohnung von Allah, inshallah. Warum immer wieder die Gunst erwähnen und sagen, ich habe für dich das gemacht und ich habe für dich das gemacht. Und dann holt man die Akten raus, wie beim Steuerberater. Ja, holt man die Akten raus. Es gibt viel zu erwähnen über dieses Thema, aber jene, ach, subhanallah. Eine Frau sollte nicht zu denen gehören, die anderen Männern mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihrem eigenen Ehemann. Eine Frau sollte nicht zu diesen Frauen gehören, die anderen Männern mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihrem eigenen Ehemann. Na, der hat mehr Rechte. Der hat die Rechte, nicht diese Männer. Warum schenkst du ihnen mehr Aufmerksamkeit als deinem Ehemann? Und sie sollte auch nicht zu den Frauen gehören, die ihren Ehemännern zum Kauf von etwas oder von allem, was sie wollen, drängt. Alles, was sie will, muss ihr Ehemann ihr kaufen. Gehöre nicht zu diesen Ehefrauen.
Immer wenn du etwas willst, muss dein Mann dir das kaufen. Ansonsten gibt's Streit zu Hause. Ja, wenn du das hinbekommst, dass er die Sachen kauft, dann ist okay. Aber nicht immer, wenn du was willst, drängst du ihn und bringst du ihn in Verlegenheit und Schwierigkeiten, nur damit er dir das kauft, was du willst. Und wenn er das nicht macht, er befürchtet, dass es dann zu Hause dicke Luft gibt. Nicht, weil die Fenster zu sind, sondern weil diese Sachen nicht gekauft wurden. Du solltest auch nicht zu denen gehören, die den ganzen Tag vor dem Spiegel sitzen und ihr Gesicht hübsch machen und alles andere um sich herum vergessen. Die ganze Zeit damit beschäftigt sein, sich zu stylen und alles andere um einen herum vergessen. Das ist keine gute Eigenschaft. Keiner sagt, achte nicht auf dich selber, vernachlässige dich selber, nein. Aber dass man deswegen die wichtigen Dinge um einen herum vergisst, das sollte man nicht. Und man sollte auch nicht viel sprechen. Gerade nicht viel sprechen, wenn das nichts Gutes ist, worin nichts Gutes steckt. Ein Rat an die Männer, die heiraten wollen, schaut nach rechtschaffene Frauen und ihr werdet insha'Allah ta'ala ein glückliches Leben haben. Und ihr, die Frauen, die heiraten wollen, schaut nach einem rechtschaffenen Mann und ihr werdet insha'Allah ein glückliches Leben führen. Zum Abschluss haben wir eine Geschichte. Heute haben wir darüber gesprochen, wie man seine Ehefrau zu behandeln hat und im zweiten Teil, wie man seinen Ehemann zu behandeln hat. Und das beenden wir mit einer Geschichte, inshallah. Es wird erzählt, dass es eine fromme Muslima gab, von den Nachkommen von Bani Israel. Also von den Nachkommen von Israel. Wer ist Israel? Der Diener Gottes. Wer ist der Diener Gottes hier gemeint? Damit ist der Prophet Jakob gemeint, Jakob. Eine der Nachkommen des Propheten Jakob, sie war die Tochter eines Königs. Und eines Tages wurde um ihre Hand angehalten. Der Sohn eines Königs hat um ihre Hand angehalten, sie hat aber abgelehnt. Sie verlangte von ihrer Dienerin, dass sie rausgeht und für sie nach einem Mann sucht. Also für die Tochter des Königs nach einem Mann sucht, der genügsam ist, der religiös ist, der ein armer Mann ist. Ein armer Mann? Ja. Auch diese Frauen gibt es. Man darf nicht sagen, es gibt gar keine guten Frauen mehr. Diese Aussage ist verboten. Es gibt gute Frauen. Es gibt gute Männer. Es gibt aber auch schlechte Männer und es gibt auch schlechte Frauen. Diese Dienerin ging dann hinaus und suchte und fand dann einen genügsamen, religiösen, armen Mann. Und sie kehrte mit ihm zu der Tochter des Königs zurück. Und sie sagte ihm dann, also die Tochter des Königs, sagte zu diesem Mann, wenn du mich heiraten willst, dann gehe ich mit dir zu demjenigen, zu jemandem, der für uns den Ehevertrag abschließt. Er stimmte zu. Und sie gingen dann zu einem, der für sie den Ehevertrag abschloss und sie haben geheiratet. Sie haben dann geheiratet und dann sagte sie ihm, jetzt gehen wir zu deinen Eltern. Es gibt auch Frauen, die gerne Kontakt mit den Schwiegereltern haben. Diese Frauen gibt es auch. Es gibt aber auch Frauen, die keinen Kontakt mit den Schwiegereltern mögen und meiden. Und es stört sie, wenn sie Kontakt mit ihren Schwiegereltern haben. Ja, diese Angelegenheit ist auch ein Thema für sich. Inshallah können wir das mal erwähnen. Auf jeden Fall, er sagte ihr, ich schwöre bei Allah, ich besitze nur diesen Gewand. Ich besitze nur dieses Gewand, was ich auf mich habe. Damit bedecke ich mich in der Nacht und das trage ich tagsüber auf meinem Körper. Nein, ich habe nur das. Ich habe keine Verwandten, ich bin alleine. Was sagte sie? Sie sagte, ich bin mit deinem Zustand, so wie du bist, zufrieden.
Auch diese Frauen gibt es, die mit den armen Verhältnissen des Ehemannes zufrieden sind. Die Tochter eines Königs sagt zu einem armen, religiösen, genügsamen Mann: Ich bin zufrieden mit deinem Zustand, so wie er ist. Das gibt es auch und das gab es auch. Ihr Ehemann ging tagsüber arbeiten und brachte ihr zum Abend etwas nach Hause, womit sie ihr Fasten brechen konnte. Sie hat tagsüber gefastet. Wenn er ihr etwas zum Essen brachte, brach sie damit ihr Fasten und dankte Allah für jeden Zustand. Sie sagte also immer: Alhamdulillah ala kulli hal. Dank gebührt Allah in jedem Zustand. Sie sagte: Jetzt kann ich mich ausschließlich mit den religiösen Handlungen beschäftigen, also mit der Ibadah. Eines Tages ging ihr Mann hinaus, um zu arbeiten und dadurch etwas nach Hause zu bringen, um etwas zu erwerben, was er ihr nach Hause bringt, womit sie ihr Fasten brechen konnte. Aber er hat es nicht geschafft. An diesem Tag lief es nicht so gut. Er bekam Angst. Angst nicht vor seiner Ehefrau. Er bekam Angst und das hat ihn traurig gemacht. Was hat ihn Angst gemacht? Er sagte: Meine Frau sitzt jetzt zu Hause und fastet und wartet darauf, dass ich ihr etwas bringe, womit sie ihr Fasten bricht. Aber ich habe heute nichts in der Hand, was ich ihr geben kann. Deswegen hatte er Angst. Er vollzog die Teilwaschung und betete dann, also er verrichtete das Gebet und sprach dann ein Bittgebet zu Allah. Auch du, wenn du in schwierigen Zeiten bist, wenn du eine schwierige Situation hast, vollziehe die Teilwaschung und verrichte das Gebet und sprich Bittgebete zu Allah. Er sprach ein Bittgebet zu Allah und sagte: O Allah, du weißt, dass ich dich nicht um etwas Weltliches für mich bitte, sondern um etwas, was für meine Frau, was für meine rechtschaffene Frau ist und womit ich sie zufriedenstellen will. Das bedeutet, wenn jemand seine Frau zufriedenstellt mit weltlichen Dingen, das ist nichts, wofür man einen Mann kritisieren sollte, solange das im erlaubten Rahmen ist. Manch einer sagt, seine Frau hat das Sagen über ihn, nur weil er sie zufriedenstellt. Diese Leute, subhanallah, woher haben sie diese Regeln? Manch eine Frau hat ihre Regeln für die Beziehung mit ihrem Ehemann, also für das Eheleben, aus mexikanischen Serien, aus indischen Serien oder Bollywood-Filmen oder andere Sendungen, subhanallah. Lern deine Religion und da findest du die besten Ratschläge, wie man mit dem Ehemann umgeht. Er sagte dann auch: O Allah, beschere mir etwas, denn wahrlich, du bist der wahre Versorger. Dann stieg eine Perle aus dem Himmel herab für ihn. Er nahm diese Perle und ging damit nach Hause, zu seiner Ehefrau. Seine Ehefrau war sehr verwundert und sagte: Woher hast du denn diese Perle? Ich habe so eine Perle nicht mal bei meinen Eltern gesehen. Das ist eine kostbare, wertvolle Perle. Er sagte ihr: Ich habe heute versucht, etwas zu erwerben, habe aber nichts erwerben können. Und dann habe ich Bittgebete zu Allah gesprochen. Und dann stieg diese Perle aus dem Himmel herab. Sie sagte zu ihm: Kehre zum Ort zurück, an dem du das Bittgebet zu Allah gesprochen hast, und mach ein weiteres Bittgebet. Sie sagte nicht: Komm, lass es hier, wir schauen jetzt, wie wir damit ein Haus kaufen, ein Palast und so weiter. Sie hat von ihm verlangt, dass er wieder zu diesem Ort zurückkehrt, wo er das Bittgebet gesprochen hat. Und sie sagte ihm: Bitte Allah mit Demut und sage: O Allah, o mein Herr, o mein Schöpfer, wenn es etwas ist, das du für uns als weltliche Belohnung bestimmt hast, so gebe uns Segen, Baraka darin.
Und wenn es eine Belohnung, was wir im ewigen Jenseits bekommen, dann lass es wieder emporsteigen. Dann lass es wieder nach oben gehen. Der Mann hat es gemacht und die Perle wurde erhoben. Also war das eine Belohnung, die sie im Jenseits erwartet. Er kehrte zu ihr zurück und berichtete ihr davon. Und sie war nicht traurig, sie war glücklich. Sie sagte, Alhamdulillah, Dank gebührt Allah, der uns gezeigt hat, was er für uns als Belohnung im Jenseits bestimmt hat. Es gehört zu der Belohnung, die sie im Jenseits erwartet. Sie sagte, ich bin ab jetzt unbekümmert, wenn ich etwas Weltliches nicht erreichen kann. Sie hat Allahu Ta'ala also auch in diesem Zustand gedankt. Möge Allahu Ta'ala uns dankbare Diener sein lassen. Möge Allah uns zu denen gehören lassen, die Reichtum in ihren Herzen bekommen, Genügsamkeit in ihren Herzen bekommen. Möge Allah uns vor der Habgier bewahren. Möge Allah uns davor bewahren, geizig zu sein und habgierig zu sein. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Danke, dass ihr dabei wart und danke, dass ihr zugehört habt. Alhamdulillah dafür, dass wir jedes Mal uns treffen können, um Gutes zu lernen, inshallah. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, weder diese Seite noch diese Seite. Weder sind die Frauen mir böse, noch sind die Männer mir böse. Das ist Haq, yani Haq zu sagen ist etwas Gutes. Sag die Wahrheit, auch wenn du es mit einer zittrigen Stimme sagst.